Hallo, einen mache ich heute noch, weil es so schön ist und ich, wie gesagt, ja, möglichst bald mit den Teams anfange. Wer auf die Werte und die Details achtet, sieht, dass ich auch schon zwischen den Parts mal durchgesammelt habe. Denn im Moment gilt wirklich so schnell wie möglich, so viel wie möglich Erfahrung sammeln. Ich möchte unbedingt noch in die Teamkämpfe rein. So, was haben wir hier? Ein Bonbon. Ein Bonbon? Ich will doch aber kein Bonbon, ich will ein Electrex. Dafür muss ich brüten. Erde und Blitz. Machen wir gleich nochmal. Erstmal brauchen wir aber das Erde. Monster. Halt den Looping Louis. Den brauchen wir noch zum Kämpfen zwischendurch. Was können wir für Gebäude? Einmal kurz geguckt. Kein Bauernhof dabei. Kein vernünftiger Tempel dabei. Einen, wie gesagt, machen wir noch. Und Erde, wie gesagt, ist bereits mein Element. Lebensräume gehen auch keine. Monster gehen keine. Was haben wir hier? Ich habe mir selber was geschenkt. Juhu. So soll's sein. Ist ja zu Weihnachten immer ganz gern mal so. Was haben wir? Wir können Mehrspielerkämpfe machen. Wir können mittlerweile in Dungeons gehen und natürlich immer noch auf die Abenteuerkarte. Die gibt ordentlich Erfahrungspunkte, deswegen benutzen wir die auch schön. Gucken wir mal, 2 Stufe 8 Panda-Bären sollten relativ leicht Platz zu machen sein. Holen wir uns die Erfahrungspunkte. Zack, oh, da gibt es sogar noch Wasser. Verbotenes Wasser. Oder wie ich ja mittlerweile sage, Nieselregen. Vergiftet. Übel. Oh. Doppel-U. Das fängt ja schon fast an weh zu tun. Glücklicherweise. Nein, halt. Hier, Tarzanschrei. Und weg ist er. Alles klar. So will man das sehen. Erfahrung für jeden. Erfahrung für mich und eine kleine Belohnung. Die nehmen wir natürlich ganz ohne Zähneknirschen, auch wenn es hier nur Gold ist. Aber Gold ist der Motor des Spiels am Ende und da nimmt man auch das Gold. So, Pyrog dreimal in 3 verschiedenen Leveln, 4, 6, 8. Feuermagie. Schauen wir uns mal an. Feuermagie. Erstmal natürlich den stärksten angreifen. Am besten wäre, der könnte mich gar nicht erst angreifen. Kommt er aber dazu. Ah, verfehlt. Und verbrannt. Das tut wieder weh. Nee, heilen. Noch nicht. Vielleicht nächste Runde. Erstmal den hier weg. Pflanze ist gegen Magie gut. Deutlich zu spüren hier. Schwere Knöchel. Bisher völlig uneingesetzt von mir. Jetzt kommt er mal hier auf den. Runde verloren. Alles gut gemacht. Dann können wir auf den ganz kleinen draufhauen. Er greift ja nicht an. Heilen, nein, wir machen es fertig hier. Er wird auch nicht mehr angreifen. Und juhu, nochmal den Finisher. Tarzanschrei! Wieder ein Sieg. 2 Sterne. Erfahrung für alle. Erfahrung für mich. Und das Glücksrad drehen. Und naja, in gewisser Weise passiert das ja sehr viel. Oh, den Boss, den nehmen wir auch noch mit.
Und ich denke, dass ich jetzt zwischen den Parts wenigstens absammeln werde, um einfach die Erfahrungspunkte voranzutreiben. Wildkubik, Blitz und Wasser, Stufe 10. Na gut, ich habe natürlich zwei Stufe 8er dabei. Looping Louis wird's schon reißen. Hoffen wir mal. Wasser ist natürlich schwach, wie man hier sieht. Dann müssen wir mit den scharfen Klauen arbeiten. Das geht. Der Kuping, der schlägt schon zum zweiten Mal zu. Der Rindenkratzer auf normal, den versuchen wir gleich. Und jetzt kommt das Betäuben. Das war absolut entscheidend. Ohne würde es wahrscheinlich schief gehen. Der Kuping ist schon wieder zweimal hintereinander dran. Heilen, nächste Runde. Diese Runde Rindenkratzen. Wenn er zweimal dran ist, ist natürlich der Vorteil. Nach der gelähmten Runde ist er mal ein, in der sie immun sind dagegen. Einen Angriff macht er, dann ist er wieder nicht mehr immun. Jetzt heilen. Genau. Und wieder lähmen. Und der Coping ist wieder zweimal dran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht muss ich doch was tun. Heilen wieder nächste Runde, diese Runde also 60 Schaden. Und wieder der Versuch zu lähmen, diesmal daneben. Das tut weh, das tut weh. Oh, das wird eng womöglich, aber wir können ja heilen. Und versuchen es wieder mit dem Lähmen. Und wieder nicht geklappt. Ja. Da ist ihm die Ausdauer flöten gegangen. Naja. Rindenkratzer. 41 Lebenspunkte noch. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Kann ich aufladen. Er wird mit seinen zwei Angriffen nicht beide aus dem Spiel nehmen können. Ich komme also dran. Und der Tarzanschrei. Looping Louis holt es raus. Ärmlicher Stern, sage ich mal. Viele Erfahrungspunkte für den kleinen Affen. Wie sich's gehört. Oh, da war ich in meinem anderen Account 10-mal so gut. Das gehört ja mal auch dazu. So. Gefällt mir das Spiel? Ja, das Spiel gefällt mir. Ich möchte dich aber jetzt nicht bewerten. Das ist gerade nicht angebracht, finde ich. So. Wir haben einen Bauarbeiter frei, das mag ich gar nicht. Der tut erstmal schnell was. Wir machen noch einen PvP-Angriff. Und dann denke ich mal, sammle ich noch ein bisschen ab nachher, regelmäßig heute noch, auch morgen früh rein. Auch mit dem Risiko, dass ich natürlich dabei ein Level mache oder ähnliches. Aber was Wichtiges verpassen wird hier keiner müssen. Mehrspielerangriff. Schön sind sie. Gegner suchen. Ich bleibe noch bei dem Team. Hab ja eigentlich auch gar keinen anderen. Kurt Dulos. Was sagt Kurt Dulos? Ein 3-Level-8er. Können wir uns mit anlegen? Machen wir auch direkt. Nee, machen wir nicht. Habe ich ungünstigerweise weggedrückt. Daneben gegen Player. Was sagt denn Player? Player hat auch sein Mimo und zwei Feuerdrachen. Als altbewährte Feuer löscht man mit Wasser. Mein Mimo gleich noch mit drauf. Vielleicht kriegen wir noch ein Feuermonster weg, bevor. Er heilt. Auch nicht verkehrt. Tja, eine große Heilung. Was für ein Ärger. Okay, den müssen wir vielleicht einfach hoffen, dass er aus dem Spiel kommt. Kommt er aber nicht. Aua, aua, aua. Nochmal. Feuer löscht man mit Wasser. Fangen wir wieder von vorne an. Keine Atempause. Wieder heilen. Das sieht eng aus. Aber ich heile auch. Die Massenruhe. Wieder der schwere Knöchel. Wieder nicht gelähmt. Ui, 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 ui.
Na, und den ersten PvP-Kampf gleich in den Sand setzen? Das wäre ja typisch. So, einmal den Rindenkratzer, nochmal auf das Feuermonster. Vielleicht klappt's ja jetzt endlich mal. Er heilt und heilt und heilt. Ich versuche zu lähmen und es gelingt mir nicht. Wieso eigentlich? Er ist ausgewiesen als immun gegen Gift. Jetzt verliert er seine Runde. Was soll ich sagen, wenn er sowieso tot umfällt, dann kann er eigentlich auch das Aussetzen vergessen. Braucht ja dann kein Mensch. Aber okay, dann versuchen wir das mit dem Aussetzen auch mit den Feuerdrachen. Jetzt kommt's drauf an, es sieht extrem eng aus. Ich werde das nicht gewinnen können. Muss auch noch aufladen. Naja. So ist. Manche können's und dann gibt's dann auch noch mich. Offensichtlich. Okay, also der Bauarbeiter, auch die werde ich einsetzen zwischendurch mal, um hier einfach die Insel freizukriegen. Ich brauche ja die Insel. Ich möchte züchten. Ich habe gesagt, ich wiederhole die Zucht im Grunde. Erde, Blitz. In der Hoffnung, ein Elektrex zu kriegen. Im Gegensatz zum Bonbon ist der Elektrex auch nicht rare. Der Bonbon läuft 1 Stunde 12 Minuten. Mal sehen, was ich mit dem anfangen kann. Der könnte Blitz sein, könnte also im Blitzlebensraum ein bisschen was verdienen für mich. Alles ist abgesammelt. Ich denke, soweit erstmal von hier und wir sehen uns bei Zeiten wieder. Bis dann. Ciao.